Herzlich willkommen bei Das Silver AC und German AC Playground. Richtig. Wie ihr ja vielleicht schon bei Benny gesehen habt, ist er heute bei mir zu Besuch. Und für den Adventskalender haben wir uns gedacht, machen wir für jeden Kanal ein Video, was wir so vielleicht alleine nicht unbedingt so hingekriegt hätten. Bei ihm war das X-Max vs. Creighton Video. Bei mir ist es halt der Vergleich zwischen einem Crawler und einem Scaler. Sehr interessant. Ich bin momentan relativ viel auf dieser Crawler-Scaler-Schiene. Von daher machte das so rum eigentlich viel mehr Sinn. Ja, ich auch. Benny hat seinen Capra dafür mitgebracht. Und schauen wir uns die Autos mal im Detail an, was die Unterschiede sind zwischen einem Scaler und einem Crawler. So, wir nehmen jetzt für diesen Vergleich den Charisma Coyoten, stellvertretend für alle anderen in dieser Klasse, wie zum Beispiel TRX4, wie zum Beispiel SCX10, deine anderen da. Den Bomber, den DF Mali und was es dazu gibt, und den Capra. Für alle anderen, wie der Bomber müsste auch so einer sein. Der Bomber ist wesentlich größer als der Capra, wenn man ihn nahe sieht, ist aber auch eher was in diese Richtung, würde ich einfach mal sagen. Genau. Der erste ganz, ganz große Unterschied ist, das sieht man sofort, hier ist in der Regel eine sehr realistische Karo auf dem Scaler drauf. Ja. Ganz oft sogar nachempfunden einem originalen Vorbild mit einer Lizenzkarosserie, zum Beispiel von Mercedes-Benz, den G500 habt ihr bei mir schon gesehen. Und der Traxxas hat ja auch halt hier, also den G63 6x6 oder halt... die ganzen SCX-10 Karosserien, viele davon sind auch Lizenzbauten. Grand Cherokee und sowas zum Beispiel. Defender, ja, Traxxas. Von Jeep gibt es eine ganze Menge. Ja. Also alles so Offroad-Modelle, davon gibt es sehr, sehr viele Lizenzen. Hierfür, das ist eine Fantasie-Karo, die dafür, finde ich, aber schon recht gut gemacht ist. Karo geht es auch weiter. In der Regel haben die Scaler komplett vorbereitete Lichter vorne. Hier könnte man sogar noch den Blinker reinsetzen, das habe ich nicht getan. Hinten genau das gleiche Spiel. Ich zeige euch das mal einmal. Der hat auch Lichtvorbereitung, das funktioniert auch tatsächlich. In der Stoßstange sogar ebenso, da kann man es so ganz leicht sehen. Das ist so optisch das Erste, was uns auffällt. Der Crawler an sich ist da deutlich kleiner. Von der Karosserie? Ja, obwohl dieser ja hier so einem Rockbouncer nachempfunden ist halt. Ne? Diese Rock-Buggy-Karosse, so Fahrzeuge so wie den, die gibt es ja auch in echt. Genau. Erinnert mich so ein bisschen an den Kyosho Fox. Von der Karo. Okay. Bisschen. Axial Geti ist zum Beispiel auch so einer, der in diese Richtung geht. Licht habe ich auch. Ich habe so eine LED-Bar hier oben. Die war sogar sehr mäßig. Das ist die Kit-Version, nicht die RTR-Version. Und die LED-Bar oben ist da. Aber es gibt auch noch Möglichkeiten, Licht nachzurüsten. Der hat hier vorne Möglichkeiten, LEDs einzubauen, was ich auch noch vorhabe, aber zurzeit nicht dazu komme. So, aber in der Regel haben diese Hardcore-Crawler halt wirklich kein Licht, sind deutlich weniger scalig aufgebaut. Der hier ist schon sehr scalig gemacht. Geht auch Performance eigentlich bei solchen Fahrzeugen. Darauf wollte ich hinaus. Man sieht hier schon die Fahrerfiguren. Ich probiere das mal einmal zu zeigen. Da sieht man das. Der hat schon Fahrerfiguren, der hat auch ein komplettes Armaturenbrett. Das ist wirklich schön gemacht, aber das ist wirklich beim Crawler nicht so ganz normal. Habe ich auch mal so einen kleinen Tipp, wer so einen Wagen auch hat, das bei mir nicht gesehen. Ich habe das Cockpit von unten angeschraubt. Das habe ich sogar gesehen. Ne, das sieht man hier. Normalerweise wird das raufgesetzt. Die Fahrerfiguren sitzen dann wesentlich höher. So finde ich, sieht das realistisch aus, dass die Seitenwand ein bisschen höher sitzen und so weiter. Und tatsächlich, dieses kleine Cockpit hat ja gewisses kleines Gewicht. Die Helme und so weiter gehen ein bisschen weiter runter. Fand ich einen coolen Kniff, den ich gesehen habe, und habe ich dann auch so gemacht. Ja. Ein Inlet haben wir hier nicht drin, wird aber häufig gemacht, dass man tatsächlich ein komplettes Cockpit eingebaut. Mhm. Es gibt zum Beispiel von Yair Racing gibt es einen Teil. Das legt man auf den Kanal 1 für die Lenkung und dann lenkt das Lenkrad zum Beispiel mit. Cool. Das habe ich jetzt mal gesehen. Habe ich übrigens bestellt. Dazu kommen wir aber später. Also deutlich realistischer hier. Und da gibt es die absolut pornösesten Umbauten. Neulich war bei uns in der Gruppe einer, der hatte die Seitenscheiben hier ausgeschnitten. Das war eine ABS-Karo. Und der hatte dann ein Männchen drin sitzen, das lenkte mit der einen Hand, mit der rechten, guckte auch rüber und mit der linken Hand hat er einen Mittelfinger gezeigt. Da sieht man oft, dass die Figuren sich dann bewegen. Das ist cool. Ja, braucht man natürlich sehr, sehr viele Kanäle für auf der auf der Fernsteuerung. Mhm. Reifen tun die sich beide nicht so viel. Das sind beides 1,9er Reifen, würde ich sagen. Aber die sind... Deine sind ein bisschen größer. Deine sind noch größer, ne?
Ja. Das ganze Stück sogar. Ja, das sind 130 mm Reifen. Bei beiden Autos werden häufig Aluminiumfelgen verbaut. Warum verbaut man Aluminiumfelgen? Wegen dem Gewicht. Richtig, ich Wenn mag. man runterzieht oder am Boden kleben lassen soll oder an Steigungen. Richtig, ich habe. Hab ich natürlich nicht gemacht. Ich habe erstmal die Serien Beadlocks verbaut. Aber mal gucken, vielleicht ändere ich das noch. Ich habe sogar noch die Räder aufgebleit. Dazu seht ihr, oder habt ihr ja schon ein Video bei mir gesehen, wie man das macht, wie man das am besten machen kann, womit das am besten geht und so weiter und so fort. Beide haben gemeinsam, dass sie relativ weiche Reifen haben. Bei Bennys habe ich mich eben erschrocken, der hat super weiche Das Reifen. ist der Predator Compound. Das ist das Weichste, was ProLine hat. Alter. Ich hatte mitgesagt, als er sagte, bring mal den Wagen mit. Der stand bei mir zu Hause auf dem Laminat in der Stube neben dem Sideboard. Dann machte das, weil er quasi auf dem Laminat geklebt hat vom Stehen da. Ja. Das ist schon echt heftige Reifen, muss ich echt sagen. So, wir probieren jetzt mal die Karo abzunehmen vom Capra. Muss ich hier vorne einfach nur dran ziehen? Nee, du kannst ihn nicht abnehmen. Die ist mit dem Rahmen sozusagen verschraubt. Das hier vorne ist das Akkufach. Da zieht man zwei Splinte und dann klappt man die Motorhaube hoch. Unterfasst. Hier vorne wird der Akku eingesetzt. Das ist auch tatsächlich eine Schwachstelle von dem Fahrzeug, wie ich finde. Mal guck dir das mal an. Normalerweise ist hier noch eine Wand drin, die Spritzschutzwand sozusagen. Und da kriegst du echt Probleme mit Shorty Packs wegen der Kabellage und so weiter. Der passt natürlich so rein, aber steckertechnisch ist das dann eher. Das war nicht abgesprochen, der lag hier so rum. Ja. Da kann er noch Glück haben, weil der versenkte Seitenteile hat. Da kann er mit so Low-Profile-Goldkontakten könnte er Glück haben. Aber ihr habt ja das vielleicht, wenn ihr mal auf meinen Kanal geht, habe ich euch das gezeigt, weswegen ich die Wand rausgenommen habe, damit ich einfach mit der Kabellage kein Problem kriege. Weil bei meinem Shorty Pack kommen die Kabel halt oben an der Ecke hinaus. Aber grundsätzlich schon sehr cool gemacht, dass man das aufmachen kann. Ja, hat schon einen Stil auf jeden Fall. Ist beim Bomber übrigens auch so. Der ist natürlich größer, der hat ein bisschen mehr Platz dann. So, und aber das ist genau das, worauf ich drauf gehofft habe, dass man die nicht abnehmen kann. Weil das ist sehr häufig so, dass die Karosserie bzw. der Käfig zum Chassis dazugehört. Das gehört zur Steifigkeit dazu. Das ist beim Crawler anders. Beim Crawler geht es auch viel mehr um Optik. Darum seht ihr hier auch keine Beim Scaler Karosseriehalter. also. Ja, Entschuldigung, beim Scaler. Sondern ich habe es hier mit Magneten gelöst. Darunter sieht das dann meistens nicht so geil aus. So, in der Regel ist es halt so gelöst. Sorry, mir ist gerade der Akku leer gegangen. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Das sieht nicht so geil aus darunter. Wurde es auf deine geile Box da hinten noch hingewiesen? Genau. Die habe ich mir drucken lassen von einem Kumpel. Der hat die auf meine Maße hin gefertigt. Da habe ich halt Empfänger drin, Lichtmodul drin und so ein Kram. Die ist nicht wasserdicht. Aber ich habe auch eigentlich nicht vor, das Ding so weit schwimmen zu lassen. Ja, ist die vom Capra auch nicht? Der hat hinten auch so eine Box zufälligerweise als Teil des Scale-Aufbaus, sag ich jetzt mal, was er an Details halt hat. Da ist auch Empfänger drin und kann man auch irgendwie Kabellage reinstopfen. Genau, das habe ich natürlich auch, ne? Ja, damit es ein bisschen sauberer aussieht. Ja, und in der Regel sind diese Regler, diese Autos alle relativ gleich aufgebaut. Wir haben immer einen Rahmen mit zwei Aluminium-Trays. Wir haben entweder vorne, in der Mitte oder hinten den Akku. Vorne ist aus Performancegründen meiner Meinung nach besser. Ist auch so, ja. Traxxas macht es zum Beispiel in der Mitte ganz unten und macht den Motor weiter nach vorne. Kommt dann wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Beim Charisma ist es halt jetzt so gelöst. So finde ich persönlich ist es aber auch besser. Der DF zum Beispiel hat den Akku hinten. Ja, habe ich schon gesehen, als ich mich angeguckt habe. Und grundsätzlich, beide Autos haben es gemeinsam. Das zeige ich jetzt mal an dem. Das ist natürlich super geil mit den Magneten, ne? Klack, klack drauf. Beide Autos haben eine Starrachse und auch, da gehe ich zumindest von aus, gesperrte Diffs, wobei der Capra den Vorteil hat, dass man das hintere Differential per Fernsteuerung sperren kann. Habe ich das richtig Ja, die erzählt? Differenziale sind sowieso gesperrt. Das sind natürlich Durchtriebe, also Starrachsen. Zusätzlich hat der Cabrio, kannst du ja nochmal vielleicht zeigen, Portalachsenverbau. Das zeigt jetzt auch Das. die Traxxas-Modelle aus. Das bedeutet, dass ihr hier an der Seite habt ihr halt ein Schneckengetriebe, nicht Schneckengetriebe, aber ihr habt. Eine weitere Untersetzung. Genau. Ne, die Achse geht auf eine weitere Achse, die dann das Rad ist. So habt ihr mehr Bodenfreiheit, der Torque-Twist wird eliminiert dadurch. Und was Mick gerade meinte, ist, der Wagen hat eine sogenannte Dick-Transmission. Das heißt, Dick gräbt sich ein. Und zwar ist hier ein Mikroservo verbaut, was über den dritten Kanal aktiviert wird. Und dann wird die hintere Achse abgekoppelt und auch blockiert. Das heißt, sie lässt sich nicht mehr drehen. Da gibt's mal gibt vorne Gas und hinten arbeitet er wie eine Handbremse. Er kann sich quasi so enger durch die Kurve ziehen. Funktioniert wunderbar. Habe ich euch schon, müsst ihr mal auf meinen Kanal gucken, wer das nicht getan hat schon. Und da zeige ich das in den Videos, wo er fährt.
oder auch im Aufbau. Ist eine coole Sache, so kann man sich noch ein bisschen mehr tricksen halt. Und dann macht man ganz normal, schaltet man die Achse wieder komplett zu und dann kann er wieder fahren. Ja, Portalachse hat als allerersten Vorteil mehr Bodenfreiheit. Ja. So, man sieht das hier auch. Ich probiere euch das mal zu zeigen. Das kann man ja super sehen. Die Achse geht hier rein, auf Höhe meines Daumens. Hier sitzt eine Umlenkung drin, eine Umsetzung drin und dann geht das hier wieder rein auf dieser Höhe. Mhm. Bei Traxxas ist das super geil in der Anleitung erklärt. Man spart sich einfach größere Reifen. Man kann scaligere Reifen fahren, weil man ja weniger Bodenfreiheit hat. Das kommt noch hinzu, ja. Mehr Bodenfreiheit hat. Genau. Das hat er hier zum Beispiel nicht. Das ist halt so, das ist halt dann halt ein bisschen dem Preis geschuldet in dem Fall. Ja, das sieht man eher bei teuren Fahrzeugen, sieht man das. Ja, ein Red Cat hat das auch zum Beispiel. Aha. Ich hatte neulich einen hier. Gen 8 oder was? Genau, den hatte ich ja hier. Und noch so einige weitere, auf die ich jetzt auch gerade nicht komme. Ich glaube, MST hat das auch teilweise. Das ist aber tatsächlich etwas, was im Scaler- und Crawler-Bereich noch nicht Standard ist. Wird aber, denke ich mal, schon kommen, weil es halt schon Vorteile hat. Es hat aber auch Nachteile, weil der Schwerpunkt geht dadurch nach oben. Ist auch so. So, muss man halt gucken, was... Ja, man hat dafür aber auch noch ein bisschen mehr Eisenteile an den Achsen, sprich die weitere Achsenteile. So. Warum hast du eigentlich riesige Tannenbäume drauf? Was denn daran geht? Ich hatte noch nie so riesige Tannenbäume oder was? Weihnachtsbäume oder so. So ungefähr. Also passt auf. Ich war übers Wochenende meiner Holden und ihren Eltern im Harz und wir haben den Crawler mitgenommen in den Wald. Und da hat mein Schwiegervater die Tannenzapfen unter das Netz gelegt. Ist tatsächlich so gewesen. Und wenn wir Weihnachten zu denen fahren, das werde ich dann immer noch drin haben. Wir werden auch dann bei ihren Eltern mit 3 Crawlern einfach mal ein bisschen da durchs Gelände fahren. Na cool. Mal ein bisschen was anderes erkunden als immer nur hier in Niedersachsen. Das ist auch der Grund, warum ich auch so viele Crawler habe. Ich möchte gerne mit den Mädels losgehen, den Kleinen und die haben da ja auch Spaß dran. Ja, also kann ich auch wirklich nur sagen, das macht auch tatsächlich Spaß. Man lädt sich einfach 2, 3, 4 Akkus maximal, fährt dann und nach 3 Stunden kommt man völlig fertig wieder. Weil man der Akku ist auch voll gefühlt. Und die Akkus, die man in der Tasche hat, hat man gar nicht gebraucht. Ja, das ist, ich habe mit dem Capra, der Akku war voll, ja, das sind nur so 4000 mAh 2S. Und ich habe dann mit 2 Videos gedreht und rumgefahren und sieht ja nicht alles in den Videos und der Akku hatte war über 4 Volt auf den Zellen und musste ich entladen. Also. Wir sind mit 2 Stunden lang gefahren, wo Arne im Video mit dabei war. Das war der First Run vom G500. Und meine ältesten Gens Ace Akkus, die habe ich damals gekriegt, als ich den T-Magic BES bekommen habe. Dann weißt du, wie alt die sind. Ja, klar. 5000 mA, die hatten nach 2 Stunden noch 3,9 Volt. Und die sind wahrscheinlich nicht fertig, ja? Die haben Innenwiderstände von 20 Milliohm. Mhm. Aber dafür reicht das. Also vom Akku her ist das eine super billige Angelegenheit. Ihr könnt wirklich die billigsten Florian-Akkus nehmen, in dem Fall, die ihr so kriegen könnt. Ja. Bei uns ist das natürlich so, wir nehmen das, was wir gerade zur Verfügung haben, weil in unseren Hardcore-Bashern macht das jetzt keinen Sinn, Florian zu fahren. Nee. Da hat man nicht so ganz viel Fahrzeit. Ja, ich hoffe, wir beide konnten euch so ein bisschen näher bringen, was der Unterschied ist zwischen Crawler. Schenkung ist ja auch noch das Ding. Das hast du über die Performance-Sache, wie gesagt, die ist noch gar nicht richtig zu sehen gewesen. So ein richtiger Crawler ist wesentlich mehr in der Lage, halt unwegsames Gelände, sag ich mal, sehr große Felsen und so weiter zu durchfahren, wo der hier dann seine Grenzen stößt. So, ich zeig das mal einfach. Die Hinterräder berühren den Boden weiterhin und das schafft der Coyote natürlich niemals. Mehr geht jetzt nicht. Ne? Die Karosserie. Ne? Ja, liegt halt an. Ne? Also mehr geht jetzt ich nicht. Ich meine, der Scaler kann das nicht durch die Karosserie leider schon ja, so weit machen. Das kann der mit ansatzweise nicht. Ich zeige euch das mal. Erstmal gucken, wo ich anfassen kann. Ja, also so weit kommt er nicht. Muss er aber auch gar nicht. Das ist halt gar nicht sein Gebiet. Also ich vermute, im Gelände fährt der ihm deutlich weg. Dafür ist aber das Fahrbild von einem Crawler, von einem Scaler in der Regel besser. Ich habe mir dein Video angeguckt von dem. Also vom Fahren her fährt der schöner. Das mag aber auch an den schwereren Reifen liegen. Das war beim Tamiya G500 auch so, dass der nicht so schön fuhr wie der hier. Mhm. Also dieses Räderaufbleiben kann ich nur jedem empfehlen. Werde ich vielleicht noch tun, ja. Jo, ich glaube, das reicht jetzt an Videomaterial. Wir sind beide in dem Crawler- und Scaler-Bereich noch nicht ganz so weit gekommen, aber ich glaube, das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen hier. Genau, wenn wir irgendwas, das ist natürlich für uns beides neu und wir wollen ja nur unsere Eindrücke teilen mit euch und auf beiden Kanälen und nicht hier ein oft erzählen, was richtig ist und was falsch ist. Dafür sind wir in dem Gebiet neu.
die ja gar nicht. Genau. Aber es ist halt wie mit dem Bashen auch. Wir haben halt mit den Kanälen, haben halt mit uns zusammen die Erfahrung gemacht und haben halt auch immer wieder dazugelernt. Vieles habt ihr im Video halt einfach gar nicht gesehen in den Anfängen, weil die großen Fails hast du ja zum Beispiel meistens nicht gezeigt. Mhm. So, bei mir war das ja egal. Ich habe ja einfach auch mal ein brennendes Auto hochgeladen. das ist ja aber auch völlig irrelevant. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Wir danken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao. Tschüss.